Lero, heute mal ein Video hier von Xubuntu und ich nutze hier noch Compiz. Nun, es stand zu befürchten, dass Compiz vielleicht gar nicht mehr nötig ist, beziehungsweise wegfällt, denn es gab ja für mehrere MIR eine Roadmap, die besagte und immer noch besagt zum Zeitpunkt dieses Videos, dass eigentlich zum Oktober 2014 dieser Display Server, manche sagen auch Display Manager und es ist auch ein Composite Manager und alles im einen und hin und her und vor und zurück. Der sollte eigentlich auch für den Desktop im Oktober kommen. Eigentlich. Ist aber wohl nicht mehr so, ne? Weil, ne, wenn man auf Wikipedia geht, sieht man, dass im März 2014 der Mark Shuttleworth, ne, der Ubuntu gemacht hat, bestätigt hat, dass das ist ein bisschen alles sich verzögert und dass zum Standard-Desktop, ne, zum Standard-Desktop, also das, was wir so als Arbeitsfläche auf dem richtigen PC haben, das frühestens bei Ubuntu 16.04, also 2016 im April, kommt bei der nächsten Langzeit-Version. Also das ist alles so ein bisschen durcheinander. Mir nichts, dir nichts. Also so richtig wollen das alle. Man konnte auch hier schön Wikipedia-Seite sehen, dass das kontrovers alles so ein bisschen betrachtet wird. Mir, ne? Neue, ja, Display Server, Display Manager, Composite Manager, alles im einen. Ne? Compiz, ne? Ist ja ein Composite Manager, zum Beispiel für diese 3D-Effekte. 3D-Cube, ne? 3D-Cube, 3D-Würfel. Da stand jetzt zu befürchten, dass das wegfällt und es war auch schon immer und ist auch im Moment immer so ein bisschen abgespeckt, ne? Und man hat sich gefragt, was ist da mit OpenGL, ne? Das ist auch sowas mit 3D-Darstellung. Alles ein bisschen durcheinander. War in den letzten Ubuntu-Versionen immer mehr abgespeckt worden, immer zugunsten der Smartphone-Geschichte, aber das scheint sich jetzt ein bisschen zu verschieben, zumindest in der Hauptversion, ne? Es gibt immer so Spezialversionen, da ist das schon mit drin, da kann man schon testen. Und Pakete sind in offiziellen Versionen auch schon drin für dieses Mir, aber uns bleibt wohl Compiz noch so ein bisschen erhalten. Weil auch zum Beispiel Kubuntu hat gesagt, da war ich gar nicht mit. Ne? Kubuntu ist ja streng genommen nicht canonical, das ist so eine Spezialversion von Ubuntu. Mit KDE Desktop, die wollen da nicht mit, erstmal nicht, und Lubuntu. Auch noch nicht, ne? Wir will noch nicht, ne? Also Lubuntu und Xubuntu, alles so Spezialversionen von Ubuntu, die machen ihr eigenes Ding, basieren aber auf Ubuntu, nehmen aber dann nicht die Pakete mit Xmir mit rein in deren Dings, ne? Es gibt unoffizielle Testversionen zum Beispiel von Xubuntu mit Mir und Xmir, aber Xmir schlecht und wird's mir übel, also keiner will's so richtig, ne? Und dann unterstützen dann auch nicht alle unbedingt Canonical dabei, weil die sind davon ausgegangen, jawohl, hier macht Canonical, wir machen mal so eben Xmir und dann ziehen alle mit, ne, weil da hängen ja auch noch andere Projekte mit drin in diesem ja ganzen Display-Server-Geschichten, ne, Xorg, ne, ich meine, das steht ja nicht über Nacht und dann haben manche das auch gar nicht Canonical zugetraut, dass sie überhaupt ein Display-Manager, Display-Server hinbekommen, ne, weil das ist so ein bisschen mehr Arbeit als, ja, gut, ne, viele sagen ja, Ubuntu trägt eigentlich gar nicht so furchtbar viel bei zum Linux im Allgemeinen, so Debian und wie auch immer, die machen so viel jetzt in Richtung Smartphone, aber das war dann auch schon, das war auch schon. Also wie gesagt, Compiz wird uns wohl noch so ein bisschen erhalten bleiben. Und wenn nicht in der Hauptversion, ne, also ich bin hier unter Xubuntu im Moment, ne, dann bleibt uns Compiz, der Composite Manager wahrscheinlich dann in anderen Versionen, ne, 3D-Cube und so weiter, erhalten ohne Name. Minus A, also ich bin im Moment noch hier unter Xubuntu, LSB Release. Da funktioniert alles noch prima, da gibt es immer so Workarounds und wie man es wieder zum Laufen kriegt und wunderbar. Brauchen wir jetzt keine Angst haben, aber auch nicht mehr alle Effekte wie früher. Ne? Also wie gesagt, das ist halt ein bisschen abgespeckt. Compiz-Version. Und ich denke mal, dass sich das auch mit dem Unity dann immer weiterentwickelt. Unity ist ja normalerweise ja auch für die eigene Entwicklung von Canonical und auch für, ja, für diese Seitenleiste, für die Panels, ne, habe ich hier unter Xubuntu zum Beispiel nicht. Kein Unity
Und ja, also es gibt viele Linux-Versionen. Um euch da so ein bisschen die Angst zu nehmen, es setzt sich immer das durch, was die Leute am liebsten haben. Ne? Gut. Dann gibt es meinetwegen eine Hauptversion von Ubuntu. Ja, schön. Aber wer die nicht nutzen will, ne, nimmt halt eine andere. Kein Problem. Ich hoffe, hiermit geholfen sei die Verwirrung. Also, wie ihr lest mal kurz durch, was mir ist. Die hatten eigentlich eine gute Idee, haben gesagt, da wollen wir was machen. Und wir wollen das so, dass es auf dem Smartphone genauso funktioniert wie auf dem Tablet und genauso gut auf dem Desktop vom PC. Ich bin hier auf dem PC. Das ist eigentlich mal eine gute Idee, ne? Ein und dieselbe Codebasis und damit ist alles schnell und fluffig und alte Zöpfe über den Haufen werfen, ist eigentlich immer eine gute Idee und dann braucht man immer Zeit, da muss man denen auch Gelegenheit geben, da mal was Neues zu machen. Wir wollen ja nicht ewig irgendwie auf demselben Kram. Wunderbar, da muss man halt auch mal ein bisschen Mut zeigen. Da zeigt auch Ubuntu Mut, das finde ich auch ganz gut. Aber nicht alle ziehen mit und nicht jeder will sofort, zumindest jetzt im Moment noch nicht. Ne? Da soll Ubuntu erstmal zeigen, was da, ne, wo der Hammer hängt. Also wenn das wirklich gut ist, im Moment läuft es dann wahrscheinlich erstmal nur auf den Smartphones und Tablets. Und später dann schauen wir mal. Wir warten mal ab bis Ubuntu 16.04. Ich hoffe, ihr habt geholfen zusammen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.